Herzlich willkommen, sagen Frank Buschmann und Mani Breukmann, ihre beiden Kommentatoren. Hoffentlich wird es spannend heute Nachmittag. Hast du das auch mitbekommen, Buschi? Es scheint wirklich einen Interessenten für diesen Spieler zu geben. Ja, habe ich auch mitbekommen. Bleibt nur die Frage, ob er selbst auch wechseln möchte. Wie ist deine aktuelle Beurteilung zum FC Schalke 04? Du musst einfach dran glauben, dass du es noch packen kannst, Manni. Das ist der entscheidende Punkt. Alles andere wäre doch fahrlässig. Stell dir mal vor, die Konkurrenz patzt und man selbst glaubt nicht mehr daran. Also, die Qualifikation für den Champions Cup, die ist noch drin. Lakic. Schwegler. Alte Frage, was sagt die Ballbesitzstatistik aus? Hier ist sie. Jetzt. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Der Pass versauert leider. Marika. Und Achtung, genau hingeschaut. Sicher in der Ballbehandlung. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Ja, so kann es weitergehen. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Prima Balleroberung, jetzt muss es aber abgehen. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Da freut sich der Trainer. Und jetzt! Kann es noch gefährlich werden? Achtung! Und per Kopf. Da ist das denn die Möglichkeit. Und jetzt stellt sich hier die Frage, pfeift der Schiedsrichter überhaupt noch mal an nach diesem Tor? Der FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Lakic. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Den haben sie gut eingestellt, den Konter. Aber Perdu. So sieht ein Pass aus. Jetzt Raphael. Ein Spieler am Boden. Sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Tja, aus der Chance hat er nichts gemacht. Es gibt Abstoß. Abstoß. Und die Uhr tickt unerbittlich. Müsste er flanken. Achtung, jetzt! Da gibt es wieder viel zu bereden. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters.